Perfekt. Ich meine, warum so eine Wache sich dann eigentlich nicht wundert? Ey, mein Kollege läuft seit Stunden im Kreis. Wo ist er hin? Er hat nicht gesagt, dass er pinkeln geht. Er hat nicht gesagt, dass er was zu tun hat. Nö, er ist einfach nicht mehr da. Why? So, bevor wieder großartig was schief geht. Geht das? Natürlich geht das nicht. Gut, okay, vergesse ich das? Gut, vergesse ich das? Ah nee, warte, ich kann ja währenddessen angegriffen werden. Ja, das ist echt. Das ist eine Sache von die muss man tatsächlich üben. Wenn klar es geht. Ich frage mich, warum es hier hinten hell ist. Das ist die einzige Lichtquelle hier. So, da wir eh nur zwei nehmen können, können wir auch einen trinken. Ich finde es gut, dass wir uns in diesem Dunstnebel uns bewegen können. Ohne dass uns irgendwas passiert. Oder dass die anderen halt einfach dran eingeschlafen sind. Stell dir mal vor, du wachst nicht mehr auf und bist einfach eingeschlafen. Das wäre voll krass, oder? Zu Gold! Oh. Was ist denn mit der? Was ist mit dem Kollegen passiert? Das sieht aus, als ob auf seinem Teller irgendwelche Gedärme liegen. Ich glaube, da wäre ich auch so zusammengesackt. Ein Kunde. So, hier ist noch ein Heil-Lebenstrank. Heil-Lebenstrank. Und den können wir natürlich nicht nutzen, ist klar. Boah, aber schöne alle Fackeln aus. Jetzt ein Wasserpfeil, das wär's doch. Der schlummert auch noch einer gemütlich vor sich hin. Upsi. Das war so nicht geplant. Achso, was saufen. Erstmal richtig schön Heiltrank hinter die Binde kippen. Aber wir sind ja schon in der dritten Folge. Huch, das ging ja fix.
Weil Tor zwischen ist natürlich an sich praktisch, ne? Oh! Oh! Ja, sieh einer an! Überall versteckte Durchgänge. Die ganzen Rattenlöcher. Ach, jetzt sind wir hier. Ja, sieh an. Was das Stück so alles machen kann. Hier laufen auch ein Haufen Leute rum. Das ist der Wahnsinn. Wie beschäftigt doch alle sind. Niemand. Siehst du? Absolut niemand, kleiner Pestdoktor. Well, I must have been dreaming. Ja, genau, du hast nur geträumt. No. What's going on over there? Ich vergesse immer, dass ich... Vor allem, ich vergesse immer. Ich habe jetzt zum zweiten Mal vergessen, dass ich den Dreck gedrückt halten muss. Die haben sie scheinbar auch alle schnell wieder abreagiert. Ich habe mir nur einen Zeh gestoßen. Alles gut, Leute. Ah, okay. Jeffrey hat sich nur den Zeh gestoßen. Das ist okay. Da müssen wir nicht weiter drauf achten. Es passiert sonst den ganzen Tag nichts. Abgesehen davon, dass es immer dunkel ist. Es wird nie Tag. Aber es passiert sowieso nicht. Eine große Anzahl an Leuten einschläfern. Schlafen legen, meine ich. Einschläfern. Oh, hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Du bist in guter Verfassung. Lebenstrank, Vorrat voll. Ich möchte aber nicht, dass mein Vorrat voll ist. Ich möchte, dass du voll bist. Ah ja, das wird immer mal kurz angezündet. Machen die das mit Gas? Du hast einen Scheiß gesehen, Junge. Wie im Spiegel, du bist, was du gesehen hast. Können wir die Roots cutten? Seriously? Rather than reinforce all around. It's about as much use as bird shit on a pump handle. Unfortunately not. Sawing a root of the tree is a breach of the treaty with the elves. You be hanged for it. Nein. Nur weil dieser blöde Stuhl umgekippt ist. Ich finde es interessant, dass wir mal einen Goblin spielen. Ganz ehrlich, sonst spielt man immer irgendwelche Menschen. Ja, hauptsächlich spielt man Menschen. Und das ist jetzt einfach mal so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist cool. So, der wird jetzt einfach hier liegen gelassen. Das ist in Ordnung. Da gibt's wieder Sand. Ha! Ohne Mist. Also. Was? Im Schatten geboren. Errungenschaft freigeschaltet. Ah ja, auf der Latrine. Schöne Münze. Vergessen, jawohl. Oh, er schrubbt den Boden. Oh, er darf die Toiletten putzen.
Ich erlöse ihn von seiner Aufgabe. Es ist so unwürdig. Du hast einen höheren Ziel zu folgen. In deinen Träumen. Armer Dude, ey. Armer Dude. Huch! Ich kann mich mit dem Goldharz unsichtbar machen? Oh, shit. Kann ich den da in den Ofen schmeißen? Wen willst du dir schnappen? Hier ist doch gar niemand. Komm mal her, Freundchen. Das war für den Dolch, den ich abgekriegt habe. Das ist ja gerade. Ist da unten noch irgendwas? So, ich glaube, wir haben jetzt fast alle Leute hier weggemacht, ne? Dann können wir davon noch was trinken. Und das noch nehmen. Wir können mal davon einen trinken, einfach um es wieder voll zu machen. Ah, das macht es gar nicht ganz voll. Das ist interessant. Hätte ich hier an der Kurbel drehen können? Nein, kann ich nicht. Schade. Hätte ich die einfach hier hochlocken können und die wären erstickt? Hätte das funktioniert? Wäre das so gegangen? Hätte diese Möglichkeit bestünden? So geht. Die gehen auch immer ihre Routen. Er kommt auch ran auf den Meter. Drüben ist schön neblig, das gefällt euch Menschen doch. Menschen lieben Nebel, wer kennt's nicht? So, bis der seine Runde beendet hat, habe ich ihn erledigt. Habe ich ihn schlafen gelegt. Haha! Dass die dich nie fragen, wo ihre Kollegen hin sind. Vielleicht mochten die sich ja auch nicht. Ne? Man weiß es nicht. Jetzt haben wir wieder alles voll. Da müssen wir hoch. Das heißt, wir hätten eigentlich nie hier runter gemusst. Das ist interessant. Hey, a monster! That one's mine! So, ich habe zwar jetzt nicht alle Sachen mitgenommen, aber wie gesagt, ich will sie ja nicht auf 100% machen. Dadurch, dass die Ladebildschirme so kurz sind. Shit. The sliding grill. I'm stuck. This is impossible. There's got to be a way. Da gibt's bestimmt auch einen Weg. Ah. Was soll ich sagen, hier runter? Was soll ich sagen? So. Was? What's that? Somebody there? It's Ozcan. I'll open the passage for you. Hurry up inside. Huh? Ozcan? Oh, my head. Yeah, I know that name. Ozcan. Yes, you can trust him. Anyway, you don't have a choice. Okay. About time, Styx. I've been waiting for ages. I was beginning to wonder if Barryman and his gang hadn't done you in.
There was a slight hitch. Well, I think so. Ah, my head feels like a wagon's gone through it. Well, we'll take care of that later. What are you doing here? Well, I'm here to tell you that I found a hideout, like you asked me to. I asked you? Yeah, of course I asked you. Damn this headache. It must be why I can't remember what I did even yesterday. Good. I'm off to the hideout then. You'll tell me the way? All you have to do is follow the marks I made here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one close by, with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Thanks. I'm off. Whoa, 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 wait. You'll have to pick up the sewer pry bar in another hiding place. Oh, yeah. One thing I didn't tell you. The hideout is in the sewers. But you know how it is. The more it smells like shit, the quieter it is. You'll fit right in. And to think I was beginning to like you. Sorry to disappoint you, but with your looks, it's best not to take risks. And anyway, the royal suite was already taken. In short, go on ahead, pick up the pry bar, and open the entrance to the sewers. I'll see you at the hideout. Oh, well. Looks like Ozcan carries a flask in his belt. Let's hope I haven't lost my touch. Wir können den Leuten also auch Dingen stehlen. Das ist interessant. Also die Frage ist halt jetzt so wirklich Lebensdrang voll. Okay, gut, wir können ihnen also nichts stehlen, aber hier können wir uns vielleicht schon mal üben. Zwei Dinge. Erstens, ich mag das Spiel tatsächlich. Aha. Ich mag das Spiel halt tatsächlich, ne? Ich finde das, wie gesagt, cool, dass wir einen Goblin spielen. Mal was zur Abwechslung vollkommen anderes, wie ich finde. Und ich mag diese Stealth-Sachen sowieso. Ich liebe rumschleichen und hinterhältig sein und den ganzen Spaß, also in Spielen. Beat it, old man. Oh, watch out, Styx. After what I did for you, you better keep your tongue behind your teeth. What? What did you do for me? I gave you the plans that will take you to the relics of the Atrium. That cost me this fucking amber scar on my face. Besides, one shouldn't go too far. The relics of the Atrium? You kidding me, Styx? Yes, the relics, the last objects of the great fallen lords. Yeah, of course it rings a bell. Yeah, well, good luck. I paid enough for this shit and all your schemes. I should keep my eyes peeled. These relics must be pretty valuable. Ich mag das, wie gesagt, gar sehr. Finde ich richtig cool. Und ich finde es auch interessant mit den Charakteren, ne? Also abgesehen davon, dass wir Kopfschmerzen hatten und uns nicht erinnern können, sind halt auch jetzt all diese Fragen, wer bist du überhaupt und warum, weshalb, wieso, ach ja, da klingelt was. Finde ich schön gelöst, weil normalerweise ist es halt auch so, woher kennst du die Leute eigentlich, was ist deren Geschichte, warum helfen die und. Und damit ist es ja dann relativ gut gegessen, sage ich mal. Oh, 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 Wurfmesser. Nutze Wurfmesser, um den Gegner aus der Distanz zu töten. Nimm das Messer und drücke dann die Gegenstand Benutzen-Taste, um es auf ein anvisiertes Ziel zu werfen. Du kannst das Ziel wechseln, wenn du den Cursor bewegst. Kannst du übrigens auch Runenleuchter aus Distanz herunterfallen lassen.